Chernobyl und willkommen zu meinem 2017 Jahresrückblick-Video. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie lang das werden wird. Auf jeden Fall habe ich sehr viel geschrieben, wie ihr vielleicht auf Twitter gesehen habt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel schreiben kann, aber wir werden einfach mal reinstarten und wie ihr hört, ich bin immer noch krank. Ich muss das hier krank aufnehmen, weil sonst kommt es halt nicht mehr dieses Jahr und das möchte ich aber. Dementsprechend tut es mir leid, falls es ein bisschen sehr auffällt im Video. Ich kann es verstehen, wenn ihr es euch nicht geben könnt. Nase zu, klingt halt nicht ganz so toll. Aber egal, wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich mir hier ein Skript vorbereitet tatsächlich und werde das jetzt durchgehen. Das ist ziemlich viel und wir fangen an mit dem Kanal an sich. Okay, angefangen habe ich mit Dokkan. Es geht ja hauptsächlich um Dokkan, muss man sagen. Schon so Ende 2016, jedoch erst richtig zur Sache, ging es dann ja 2017. Da ich absolut neu war, habe ich natürlich einfach mal jedes Event gemacht, was ich noch nicht geklärt hatte oder was ich schon geklärt hatte, aber halt noch nicht in Videoform. Und die habe ich dann halt alle auf YouTube gestellt. Auf die Idee kam ich übrigens durch Living Ichigo. Das ist ziemlich lustig, weil wie einige von euch wissen, ich ihn inzwischen gar nicht mehr so leiden kann. Aus triftigen Gründen, die wir jetzt hier nicht aufzählen, aber tatsächlich ja, Living Ichigo. Gut, du hast mich dazu inspiriert, Dokkan auf YouTube zu machen. Da kannte ich den Rest nämlich noch nicht. Mein erstes Video dieses Jahr war jedoch kein Dokkan Battle Video. Nein, es war eine Auflösung zu einem Gewinnspiel von einem Shiny Meloetta. Ich habe einen Shiny Meloetta verlost, Ende 2016. Das war so mein Ding 2016. Ich habe Pokémon verlost. Das lief nicht allzu gut, wie ihr mitbekommen habt. Und damit war das mein erstes Video 2017. Sehr interessant, dass 2017 nicht mal mit Dokkan gestartet hat. Ich weiß, finde ich auch lustig. Aber nein, mega cool. Naja, danach habe ich mich im Laufe des Jahres immer mehr von meinem alten Content verabschiedet, der aus aller Art von Spielen bestand, wie zum Beispiel Overwatch, Minecraft, ja, GTA, Xenoverse und einfach jedes verdammte Spiel, was ich so hatte. Wie ihr seht, habe ich kein festes Konzept, es kam einfach nur random Shit. Ich habe wirklich alles gespielt, was ich mir auf Steam neu gekauft habe oder was ich irgendwo gefunden habe. Auf Dokkan bin ich dann aber hängen geblieben, was zum Teil daran liegt, dass es mir halt wirklich sehr Spaß gemacht hat. Für ein Handyspiel hätte ich das nie erwartet. Jedoch lag es auch zum Großteil an euch halt, weil halt so viele darauf positiv reagiert hatten, das gefiel den Leuten einfach, dass die deutsche Event-Tutorials hatten, das gab es halt auch nicht so viel. Jedenfalls zu der Zeit, im deutschen Raum gab es zu der Zeit so gut wie keinerlei Tutorials zu Events, weil dann höchstens von ein bis zwei vereinzelt und ich habe mir dann halt zur Aufgabe gemacht, jedes verdammte Event auf Deutsch durchzuziehen. Ob es jetzt den Amis hilft, den Franzosen, den Italienern, keine Ahnung, Hauptsache irgendeiner konnte mit dem Team, was ich gezeigt habe, was anfangen und das konnten... Ehrlich gesagt, sehr viele, was mich ultra gefreut hat, wie gesagt, also, wow. Da es, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch keine Videos zu welchen Events gab und ich auch noch nicht so viele gemacht hatte, habe ich es dadurch geschafft, schon fast regelmäßig ab diesem Zeitpunkt Videos zu bringen, da ich halt viele Events zur Verfügung hatte und allgemein Dokkan am Anfang für mich noch sehr viel zu bieten hatte, wie man gemerkt hat. Ich habe fast jedes Event hochgeladen, so jede Woche oder alle drei Tage eins. Das war auch so das erste Mal tatsächlich, dass ich so gut wie durchgehend motiviert war, sowohl aufzunehmen als auch zu veröffentlichen. Man muss halt sagen, es lag höchstwahrscheinlich daran, dass ich auch eine Reaktion auf einmal auf mein Video bekam. Früher bekam ich höchstens ein bis zwei Kommentare. Einen von meinem Kumpel, einen von einem Bot. Ja, lustig. Und dann habe ich auf einmal Likes bekommen, ich habe Kommentare von euch bekommen, Verbesserungsvorschläge, wie es euch gefallen hat, Tipps, Tricks, Fragen. Das hat halt alles schon ziemlich sehr motiviert. Und das war halt einfach nice. Nachdem ich schon eine Menge alter sowie aktuellerer Events durch hatte, wagte ich mich dann langsam in die japanische Version rüber, da ich halt auch wirklich alles in meinen Kanal einbauen wollte. Heißt also, es ging in die japanische Version von Dokkan Battle und damit auch in meinen ersten richtigen Summon. Zu meinem Glück stand zu dem Zeitpunkt das Super Saiyan 4 Banner da. Heißt also, der Hype war eh hoch und ich habe davon natürlich ein bisschen profitiert. Und euch hat's auch gefreut. Glaube ich. Hoffe ich. Oh shit. Ja, ich möchte übrigens noch gerne anmerken, wie scheußlich sowohl meine Thumbnails als auch meine Rahmen damals aussahen. Ja, das war echt nicht schön, das muss man sagen. Ich blende hier vielleicht gerade eins ein oder das oder die oder... Das war nicht toll. Aber für mich war ab diesem Zeitpunkt klar, was ich auf diesem Kanal machen will. Und zwar Anime. Naja, fast. Um genau zu sein, Dragon Ball und damit alles, was mit Dragon Ball zu tun hat, aber halt hauptsächlich Dokkan. Also habe ich einfach angefangen, alles rauszuhauen, was ich gefunden habe, was mit Dragon Ball zu tun hatte. Mit hauptsächlich Dokkan weiterhin. Darunter jedoch auch Unboxings, sowie Xenoverse-Videos, Dragon Ball Fusion-Videos oder auch einfach mal Theorien-Videos, was dann später kam. Einfach alles, was ich so fand gerade. Und dann kam was Krasses. Ich hatte ein Video mit über 1000 Aufrufen. In gar nicht so langer Zeit. Ich habe die 1000 Aufrufe überschnitten und ihr müsst euch mal vorstellen, was das für mich war. Inzwischen, ich weiß, jedes Video kommt über 1000, aber damals noch nicht mal 1000 Abos. Ihr müsst euch mal vorstellen, so noch vor knapp 2 Monaten bin ich ausgerastet zu dem Zeitpunkt, wenn ich auf 120 Views kam. Das war einfach das Maximum für mich, das war... What the fuck? Und dann auf einmal ein fucking 1000 Leute hatten dieses Video gesehen. Ich war zum ersten Mal fucking buff.
was man auf YouTube machen kann, beziehungsweise schaffen kann. Im Laufe der Zeit habe ich dann immer wieder solche Videos gehabt, die halt in diese Aufrufbereiche kamen, da ich halt Tutorials gemacht habe, immer noch. Und ich kam einfach nie darauf klar. Es war egal, wie oft das schon passiert ist, ich kam nie darauf klar, dass sich um die 1000 Leute in mein Video reingezogen haben. Oder halt 2 Minuten von meinem Video, aber das Ding ist, 1000 Leute kannten mich in Anführungsstrichen. Und von da an war ich natürlich auch motiviert as fuck und habe mich voll reingehangen, weil ich wollte halt einfach weitermachen, weil ich gesehen habe, es kam gut an. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich wollte auf so viele Abonnenten kommen, wie ich Aufrufe hatte, weil ich kam auf 1000 Aufrufe mal mit Glück. Aber abonnententechnisch war ich, glaube ich, so im 400er Bereich zu dem Zeitpunkt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedoch so viele Abonnenten wie Aufrufe zu erreichen war, wie gesagt, gar nicht so einfach, weil das sind Tutorials gewesen. Die sieht man sich einmal an und danach hat man sich nie wieder was angesehen, was mit mir zu tun hatte, eigentlich. Also musste mehr anderer Dokkan-Stuff her, so wie Summons und vielleicht einfach mal Fun-Event-Clear oder Challenges. Irgendwas auf jeden Fall musste anderes noch her. Zu der Zeit habe ich dann irgendwie gemerkt, dass ich einen kleinen Schub hatte, was Reaktion auf jeden Fall angeht. Und ja, das lag dann am How-To-Dupe-System-Video, wie ich gemerkt habe, was dann auch schon viel mehr als 1000 Aufrufe hatte. Das hat dann schon eine Menge Abos dazu gebracht und hat vielen geholfen, wie es aussah. Ich war wirklich baff, dass es kamen halt wirklich viele Leute, die durch dieses Video das Dupe-System sich erklären lassen wollten und Fragen gestellt haben. Ich konnte wirklich zum ersten Mal in den Kommentaren ordentlich mitdiskutieren, weil so viele Leute sich das angesehen haben, noch Fragen gestellt haben, sich damit befasst haben. Das war nice. Ich habe halt gemerkt, es hilft echt. So, nachdem, wie gesagt, so um die 3 Monate halt rum waren, 3, 4, und ich in Dokkan an sich, naja, fast voll drin war, ich das verstanden hatte, habe ich mich langsam getraut, Leute anzuschreiben für Kollabos, halt für Duel-Videos. Was aber halt echt nicht leicht war, weil ich habe mich echt schwer getan, Dokkan-YouTuber zu finden, die deutsch sind erstens, die gute Qualität haben und die jetzt auch noch zurückschreiben, ist das Ding. Ich fand zuerst einen guten Rinson-Essay, dann habe ich Flex gefunden, der eine wirklich Bombenqualität hatte, mit dem ich mich auch super verstand, mit dem ich jetzt auch noch was machen würde, wenn er nicht so faul wäre wie ich, weil das ist schlimm, wir sind beide faule Menschen, ich glaube, der macht gerade eh nicht so viel Dokkan. Zu der Zeit ging nebenbei noch was ultra cooles ab, und zwar, ich startete ein Projekt neben Dokkan, was meiner Meinung nach recht gefährlich war, weil ich habe gerade versucht, mit Dokkan was aufzubauen und dann auf einmal starte ich mit Dragon Ball Team Training. Ich wusste nicht, wie es ankommt, aber mein Maßstab war, 100 bis 300 Views pro Folge wären super. Ich weiß nämlich, meine Hauptzielgruppe ist nicht deswegen hier, aber wenn es trotzdem 100 bis 300 Leute interessiert, dann wäre das schon für mich einfach ein Highlight. Und halt ein paar Leute, die irgendwie was dazu sagen, da kommentieren so, eine Handvoll Leute hätte mir gereicht, die da mitreden können, das wäre super. Und es lief wunderbar. Ich glaube, es war echt einer der spaßigsten Phasen, die ich dieses Jahr hatte, was auf jeden Fall YouTube angeht. Wenn es manchmal nervig war, war es trotzdem genauso fucking lustig einfach. Weil es war einfach der Hammer. Ich hatte ein festes Projekt, was Leuten genauso gefiel wie mir. Und ich hätte das auch ewig so weitermachen können. Leider gibt es auch natürlich bei Projekten ein Ende. Vor allem bei solchen, die eine Story haben. So wie dann auch bei Team Training nach wundervollen 39 Parts, glaube ich. Ja, wundervollen 39 Parts. Und dann kam mein zu der Zeit, sagen wir mal, größter Push. Ich wette, Mats hat schon auf diesen Moment gewartet. Die meisten können sich denken, ich hab's auch gerade schon mal erwähnt, ich sag's nochmal, es war der gute Matze, aka GermanDBZ. Ich habe mich mal getraut, mit meinen Mickligen, ich glaube zu dem Zeitpunkt 400 Abos waren's, 300-400, den guten Matze zu schreiben über Twitter, beziehungsweise erst über die YouTube-Kommentare anzusprechen und dann über Twitter gefragt. Der zu der Zeit, glaube ich, knapp 15.000 Abonnenten hatte. Und ich dachte, warum sollen wir es nicht ausprobieren? Er macht ja auch Dokkan. Vielleicht hat er ja genauso Bock wie ich. Und ja, hatte er, hattest du. Und auch wenn unser erstes gemeinsames Summon-Video wohl in die Geschichte eingeht als eins der schlechtesten Duel-Summon-Pool-Videos aller Zeiten, war es trotzdem mega lustig. Der Schnitt war zwar stressig wie nie, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil es kam einfach Hammer an auf beiden Seiten, würde ich mal sagen. Und dank Matze war ich nun sogar schon knapp bei 1000 Abos. Und ich war wieder baff, weil ich hatte keinen Plan, wie man ein Special gestalten könnte. Also habe ich euch das Special machen lassen, quasi, und zwar habe ich euch erstmal gefragt, was ihr für Q&A-Fragen habt und da kamen schon mehr als 30 zusammen, was für mich zu viel war. Wow. Und das habe ich alles mit einer Roomtour verbunden, also ich habe 2 Teile draus gemacht, Q&A, Roomtour, 2-teiliges Abonnenten-Special und das war aufwendig as fuck. Ich war mega nervös, es war alles andere als qualitativ hochwertig, es war mega chaotisch, aber scheiße war ich stolz darauf, dieses Video gemacht zu haben. Auch wenn es im Vergleich zum Rest nicht gut ankam, ich bin halt ein Dokkan-Kanal, aber ich war stolz drauf. Und ab da war ich dann auch so richtig drin, würde ich sagen. Ich hatte einen Upload-Rhythmus bekommen. Ich schieb immer mal wieder Leuten, so wie Ryuzuki für Duel-Summons. Manche schieben mir bis heute nie über Facebook oder so zurück. Lieber Spooky, aua, mein Herz. Und nach circa der Hälfte des Jahres war ich der Meinung, komm, da geht mehr. Und zwar habe ich nach der Hälfte dann so angefangen, ich habe angefangen, meinen Thumbnail-Stil komplett zu überarbeiten. Auch meinen Rahmen und meine Audio-Quali. Also ich habe halt versucht, alles zu verbessern, weil ich habe gemerkt,
irgendwie ist das noch ein ziemlich low Standard, finde ich, und da geht auf jeden Fall mehr. Ach, und ganz nebenbei habe ich dann zu der Zeit auch noch angefangen, circa live zu streamen. Videos waren schon echt hart zu machen, obwohl in letzter Zeit war es einfacher, da mit der Kamera zu reden, aber dann live mit Menschen zu reden, beziehungsweise live zu sein, wo Menschen mir zuhören, das war ein ganz anderes Level. Und vor allem, wenn es dann über 100 Leute wurden. Aber ich habe dann schnell gemerkt, wie gechillt das eigentlich ist. Vor allem, wie gechillt das einfach ist, mit euch zu quatschen, also mit euch über den Chat so zu reden. Das hat mega Spaß gemacht und macht es heute natürlich auch noch, auch wenn es unübersichtlicher geworden ist. Kann man halt nichts machen. Und ich wurde dann auch schon in Streams häufiger überrascht. Sei es jetzt Matze gewesen mit seiner ersten Donation, die natürlich super funktioniert hat. Ich weiß noch, die Animation lief top. Oder Ruffy, die aus dem nächsten Chat vorbeikam, wo der Chat sich dann mehr aufgeregt hat als ich, weil ich erstmal gar nicht wusste, ob das jetzt der echte Kanal ist. Wer weiß, gibt ja immer. Und naja, alles ultra nice. Mit allem hätte ich halt nie gerechnet. Und dann nach ein, zwei Monaten durchziehen, wollte ich wieder was Neues versuchen. Ich wollte was über Dragon Ball allgemein machen. Die Theorien haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also fing ich ab hier an mit Theorien-Videos oder allgemein Dragon Ball Talk-Videos, so ein bisschen. Sie kam auch nur halb so gut wie Dokkan an, das war mir aber natürlich klar. Ich meine, ich bin nicht auf das aufgebaut. Aber trotz dessen war der gute Ruffy so nett und sprach mir einfach mal was für mein Hakai-Video ein. Ganz easy, ganz flott. Super korrekte Aktion. Ich weiß noch in den Kommis. Und sonst wo überall stand, dass es einfach fake ist, weil es waren halt unabhängige Parts. Wir haben uns nicht unterhalten, er hat mir eine Audiospur geschickt. Es hieß einfach überall, ich hätte die irgendwo rauskopiert bei ihm mal. Und bei mir eingefügt. Das fand ich so nice. Es kam auch nie ein Vergleich irgendwie, bei welchem Video. Ich hab's einfach irgendwo geklaut gehabt. Ist halt so. Dann gab's eine Zeit, eine etwas ruhigere Phase mit einem neu gestarteten Projekt, was nicht so nach Plan lief, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Und dann ging's wieder mal, sag ich mal, ab. Denn zum Start des Super Saiyan 4 Banners habe ich sowohl zum ersten Mal ein Duel Summer mit dem guten Refazer gemacht, als auch mit dem guten Ruffy. Dementsprechend könnt ihr euch denken, was passiert ist. Es kamen zwei Communities von zwei verschiedenen Kanälen, die mich zum Großteil noch nicht kannten, auf meinem Kanal für die Videos und ich wurde überschwemmt in Anspielungsstrichen, ähnlich wie bei Matze damals, mit neuen Zuschauern. Und wieder kam ich nicht drauf klar, was gerade passiert. Dazu sagen will ich, dass beide Videos momentan, glaube ich, schon 10.000 bis 15.000 Klicks haben, wenn ich mich nicht irre. Und auch jetzt noch will diese Zahl nicht in meinen Kopf rein, weil das wird immer viel krasser, wenn man sich so wirkliche Menschen vorstellt. Das sind 15.000 Menschen, die deine Stimme jetzt live mit, also die dich im Internet gesehen haben. Die sich angeschaut haben, was, also die sich dich da gerade im Internet anschauen. Die dich quasi kennen, in Anführungsstrichen. Und das will einfach nicht in meinen Kopf, würde es auch nie wollen. Tja, ist halt leider so. Das fand ich einfach krass. Und von da an habe ich dann sehr viel mit Refazer gemacht, wie ihr mitbekommen habt. Da er, wie ich, Dokkan-Events geklärt hat auf seinem Channel, hatte ich damit auch mal wieder einen neuen Race-Partner. Und da wir uns gut verstanden haben, wurden das recht lustige Videos, die bei euch auch immer ultra gut ankamen und mir persönlich auch super viel Spaß gemacht haben. Ich hoffe mal, ihm auch. Uff, habe ich schon viel gesagt. Ihr solltet mal mein Skript sehen, Alter. Und hier kommt noch mehr. Oh, shit. Okay, dann machen wir mal ein bisschen kürzer jetzt. Danach wurde es natürlich immer krasser. Naja, ich machte den Discord auf und habe mit vier von euch auch mal so schreiben können. Und habe unter anderem Rusi, Sufi und Josie auf Matzes Discord dann auch getroffen, die bis heute immer noch zu den korrektesten Menschen zählen, die ich per Schreiben im Internet kennengelernt habe. Sprechen und Videos zählt jetzt mal nicht so, aber allgemein übers Schreiben mit einer der lustigsten Truppen. Ich habe dann eine schöne Routine langsam gefunden, was Daily Videos angeht. Und in der Zeit stoß auch der gute Osaru zu uns, Dokkan-YouTuber, dazu. Der war ja auf Twitter davor nur heftig aktiv. Mit denen habe ich dann natürlich auch ein Race gemacht, wie ihr es euch gewünscht habt, so selig. Und auch mit ihm habe ich mich toll verstanden, würde ich mal sagen. Leider haben wir immer noch nur ein Race bis jetzt gemacht. Das liegt aber nicht an ihm, sondern weil ich einfach so eine faule Person an sich bin. Es gab natürlich auch zwischendurch nervigere Dinge, wie zum Beispiel das Blockiertüren auf Twitter, worauf ich immer noch nicht eingehe, das kennen die meisten. Oder Beef mit Discord-Randoms, die an sich echt nervig oder unnötig waren. Aber darauf gehe ich jetzt mal nicht so ein. Sagen wir, sind jetzt so circa September, was das Jahr angeht. Und ab hier war ich dann für ein paar Monate nicht mehr so gut drauf. Halt Schule, privates Zeug oder sonst was. Aber naja, okay, im Video hat sowas ähnliches zu suchen gehabt. Also habe ich das auch für mich gelassen. Das hat halt nicht auf YouTube gehört. Ich habe es dementsprechend überhaupt gar nicht angesprochen in irgendeiner Form. Und das hat einfach für mich überhalten. Also, okay, jetzt hier spreche ich es gerade an, aber ist halt was anderes. Zu dem Zeitpunkt war es dann auch immer nice, naja, fast immer, in die Kommentare zu gucken und zu sehen, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr konstruktive Kritik dazu habt, dass ihr einfach was darüber geschrieben habt. Es war halt echt schön, in die Kommentare zu gehen und so viel positives Feedback abzubekommen. Und ja, ich ignoriere jetzt, dass ich achtmal Hurensohn genannt wurde. Und so viel Zeit bleibt jetzt eigentlich gar nicht mehr bis Dezember. Auch das Video ist auch schon extrem lang, ach du Scheiße. Ich hatte super Streams dank euch und dank El Avigeto habe ich Views bekommen, von denen ich nie ansatzweise geträumt hätte. Das muss man sagen, ich glaube ernsthaft nicht, wenn ich es mir ansehen kann, ist ernsthaft nicht glauben, es lag halt an Vegeto, muss man sagen, aber trotzdem, wow. Ich fing dann an, einen Weg zu finden, dass man Videos einfacher machen kann, und zwar, in letzter Zeit rendere ich einfach noch selten oder gar nicht mehr, wie ein paar von euch vielleicht wissen. Ich mache alles, was ihr seht in Videos, ziemlich häufig in OBS, was daran liegt, dass mein PC zu langsam ist. Beim Rendern ist er zu nichts mehr zu gebrauchen und das dauert halt manchmal um die anderthalb Stunden, heißt, wenn er rendert, ist er am Arsch und diese anderthalb Stunden
kann ich es schon wieder zu anderen Videos machen nutzen, wenn ich halt einfach über OBS aufnehme. Aber keine Sorge, ich upgrade meinen PC momentan, also hoffentlich wird das wieder die nächsten Monate, naja. Ich wollte aber trotzdem Videos machen, in die ich etwas mehr reinstecken konnte, und so kamen dann Sachen wie das Dokkan-Anfänger-Video oder die Top-STA-Karten, die leider längst nicht so gut ankamen wie gehofft, aber naja, shit happens manchmal, ist halt schade. Und von dort bis hier ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel passiert. Ich habe Events gemacht, ich habe Summits gemacht. Ah ja, ich habe einen neuen Duel-Summit-Partner gehabt, noch einen, und zwar der gute Sisi Fighter, auch mega sympathischer Dude. Und ich glaube, unsere erste Aufnahme hätte nicht chaotischer sein können. Und sonst sind wir hier. Es gibt nur noch Kleinigkeiten, die ich gerne erwähnen würde, die im Laufe des Jahres passiert sind. Zum Beispiel wie die Dokkan-Facebook-Gruppe, die einfach 1 Million mal besser lief als gedacht. Also dafür ein riesen Danke, Leute. Auch an die Admins, die da immer wieder auf alles achten, selbst wenn ich es mal nicht kann. Wirklich, Props an euch, vielen lieben Dank. Und sonst würde ich halt noch Danke sagen an alle und jedes, das mir einfällt. Also, so, hier habe ich jetzt eigentlich auch wieder ganz viel im Skript stehen gehabt, wie und in welcher Form ich Danke sagen will, aber das ist mir irgendwie alles jetzt zu doof geworden. Also versuche ich es nochmal ein bisschen freier und ein bisschen schneller, vor allem, weil das schon wieder lange gedauert hat, 10 Minuten. Anfang tun wir einfach mal mit Danke an Matze für die erste Aufnahme und für die Hilfe in jeglicher Form, was auch immer mit YouTube zu tun hatte. Einstellungen oder Product Placement Dinger. Bei allem konnte ich dich fragen und fast bei allem hattest du auch eine Antwort. Danke an Refazer für die ganzen nice und spannenden Races und Summons. Ich glaube, du warst der, mit dem ich am öftest auf meinem Kanal Videos gemacht hatte dieses Jahr. Kam mir auch verdammt gut an und hat auch mega Spaß gemacht. Danke an Rafi für die Hilfe, was Dragon Ball Videos an sich anging. Damit meine ich jetzt unter anderem das Hakai-Video und auch das Material, was darin verwendet wurde. Der Gute hat mir nämlich gesagt, dass man wohl gar nicht alles so verwenden darf und hat mir wahrscheinlich somit einen Strike erspart. Und danke auch für den Duel-Summon. Du weißt, dass du mir damit sehr geholfen hast. Es kam halt mega gut an und ja. Danke an auch Ryuzuki, denn egal, ob ich eine Aufnahme verkackt habe und Stones verschwendet habe, während wir nicht aufgenommen haben, es hat dich einfach nicht gejuckt. Du hast neue geholt und bist einfach mega chillig geblieben jedes Mal. Danke auch an Sisi Fighter, der sich am Freitag genauso viel Stress gemacht hat wie ich, mindestens für die Summons. Und wie gesagt, ich glaube, keiner hat bis jetzt jemals für so ein simples Summon-Video so fucking viel Arbeit gebraucht wie wir. Das war echt lächerlich. Danke auch an Osano natürlich, weil es ist egal, wann man mal einschläft, wann man aufwacht oder egal was verpasst. Ich kann mir sicher sein, egal wann ich auf Twitter gucke, ich wurde in 6 Beiträgen markiert und jeder davon hat simpel zusammengefasst, was in Dokkan gerade abging. Nice Dude, dass du dir mal dafür die Zeit nimmst und uns allen nochmal zeigst auf Twitter, wie was gerade funktioniert in einer einfachen, gut zusammengefassten Form. Danke dafür, Mann. Danke auch an Nexus und Aero Duty. Mit Nexus habe ich ja erst vom Kurzen was gemacht, ein ziemlich nettes Race. Und Aero Duty kennt von euch wahrscheinlich gar nicht mehr so viele. Mit denen habe ich vor einer ganzen Weile mal was gemacht und zwar ein Summon. Aber das wollte ich auch unbedingt erwähnen, weil er war hier halt vertreten. Natürlich aber auch danke an die, mit den ich jetzt nicht aufgenommen habe. Ich versuche das immer noch ein bisschen schneller zu machen als im letzten Aufnahmeversuch. Dazu gehören unter anderem der gute Aizen, der meine litten Intros erstellt hat. Ernsthaft, ihr seht ja, also ich finde die ultra sick. Checkt den auf jeden Fall mal aus, der ist immer in meiner Beschreibung. Danke auch an Champa für die Tipps in jeglicher Art, wenn es um Bildbearbeitung geht oder einfach mal die Bewertung und Hilfe bei Thumbnail-Ideen. Vergesst nicht, falls ihr ein Profil mit haben wollt, geht zu Champa, der fickt eh alles. Danke auch an Trappy, was jetzt nicht viel mit YouTube zu tun hat, aber er ist der Einzige, der um 1 Uhr morgens ready ist, mir das Trailerpark-Album zu schicken, wenn alle anderen schon pennen. War eine korrekte Aktion, hatte ich Musik. Props auch an Justin an der Stelle, weil er ist der Einzige, den ich kenne, der mindestens so viel weiß oder wenn nicht sogar noch mehr über Dokkan als alle. Und mich schon mit meinem Freundeskreis, also falls man selbst mal keine Ahnung hat, ist es safe, dass Justin das irgendwo gelesen hat und das beantworten kann. Props natürlich auch an Ferno und Jelly, die einfach mal auf dem Discord dabei sind jederzeit, falls man mal Langeweile hat. Geht ja nicht nur um YouTube. Auch ein fettes Danke an Rashid und Yonko natürlich, mein ehemaliger und jetziger Stone-Händler, die natürlich dieses Summit überhaupt erst möglich machen, weil, sind wir ehrlich, ohne die könnte ich mir die scheiß Stones gar nicht leisten. Und danke auch an meine Stream-Mods fürs fast immer aufpassen in jedem Stream. Na gut, manchmal sind sie halt nicht da, aber sobald sie da sind, kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass der Stream sauber bleibt. Props natürlich auch an alle meine Freunde, etc. und auch nochmal an Jado, weil er ist der Einzige, den man am Samstag gegen 12 Uhr nach einem Stream anschreiben kann, ob er Bock auf Pizza hat und der dann auch wirklich vorbeikommt und die ganze Station herfährt. Für eine fucking Pizza. Danke an der Stelle auch an meinen Onkel, der, was YouTube angeht, mir immer die Daumen gedrückt hat und auch voll dafür ist, was ich da mache. Und, ach ja, Wichtigste darf nicht fehlen. Das hat jetzt gar nichts mehr mit YouTube zu tun, aber ich wollte es anmerken. Danke natürlich an meine Mutter, die einfach immer Zeit findet, auch wenn sie überhaupt gar keine hat. Danke natürlich auch an meinen Vater, der, auch wenn er gerade nicht da ist, halt zeigt, dass er, falls man was braucht, er immer da ist. Danke an alle, die ich sonst noch kenne und das wird mir langsam zu schwul. Also haben wir jetzt erstmal alle Dankes durch, glaube ich. Und ich glaube, das war's dann jetzt mit dem Video. Das Skript ist fast fertig. Da fehlt noch was. Danke nämlich an 7 fucking 1000 Abonnenten. Ich war mir nicht sicher, ob ich bis Ende des Jahres die 7k schaffe. Ich dachte, ich bleib knapp davor hängen. Jedenfalls dachte ich so bis November. Jedoch war das einfach absolut kein Problem für euch, ohne Scheiß. Ein riesen Dank für die ganze Unterstützung, auf die Aktion, auf die Videos. Wir sind jetzt einfach schon bei 7,5k und das ist einfach krank viel. Ja, deswegen einfach noch dafür mein riesen Danke. Ihr seid einfach die geilsten. Deswegen nochmal Danke dafür. Das war ein Hammerjahr, was alles komplett angeht. Und damit war es das mit dem hoffentlich letzten Video dieses Jahr, wenn keine Dokkan-News mehr kommt. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder bei einem neuen Dokkan-Battle-Video wahrscheinlich. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel. Und ciao.